Hallo, herzlich willkommen, liebe Laserschweiß-Fans und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Thomas und ich möchte euch heute ein paar Dinge über Dünnblechverbindungen erzählen und zeigen und würde da ganz gerne mit anfangen. Und zwar, ich habe einmal ein Messingblech vorbereitet, das heißt zwei Messingbleche, die ohne Zusatzwerkstoff aneinander geschweißt wurden. Dann möchte ich ein dünnes, denke mal so 0,2, 0,3 mm Edelstahlblech, ein perforiertes Edelstahlblech schweißen, verbinden und da natürlich eben möglichst wenig Wärme reinbringen. Da wollen wir mal schauen, ob das dann funktioniert. Und als besondere Herausforderung möchte ich mal heute ein Aluminiumblech mit einem Stahlblech verbinden. Und das Besondere, das ist ein verzinktes Stahlblech. Das will ich nachher auch mal probieren und wünsche euch nun erstmal viel Spaß bei der nächsten Folge jetzt der Alphawelder. Ich bereite das Ganze mal vor, werde meine Absaugung noch einschalten. Schwupps, so. Parameter habe ich mir vorbereitet, habe mir hier, wie gesagt, schon mal so ein Messingblech aufgelegt. Wichtig ist hierbei, dass ich eine nahezu ein Nullspalt da drin habe. Wenn da irgendwelche Luftbereiche dazwischen drin sind, dann ist das immer störend. Ich setze jetzt meine Laserschutzbrille mal auf und werde hier mal den Laser scharf machen und werde das Ganze mal anfangen zu heften. So, also wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Jawohl, da, das sieht schon mal ganz schön aus. Mach hier so zwischendrin mal so ein paar Punkte. Muss natürlich wirklich halt aufpassen, dass ich meine Hände da nicht so nah da dran habe, weil auch hier reden wir über Reflexionen, die durchaus gefährlich sein könnten. Ich werde das Ganze jetzt auch auf der gegenüberliegenden Seite noch heften. Wo ist er? Da ist er. Ne, da ist er. So. Zack. Da sieht man das recht schön. Ich habe hier eine saubere Verbindung, also eine saubere, ein Nullspalt nahezu. Und wenn der Spalt mal ein bisschen da ist, ich rede mal von irgendwo im Zehntelbereich, dann sollte das alles nicht so tragisch sein. So, jetzt werde ich das Ganze mal halbautomatisch abfahren. So. Habe meine Frequenz relativ hoch gewählt und kann dann entsprechend die Geschwindigkeit auch anpassen. So, wir haben hier eben eine sehr hochreflektierende Oberfläche. Daher ist es natürlich sehr wichtig, dass ich da eben meine Augen geschützt habe bezüglich der Reflexionen. Wichtig auch hier ist, dass ich den Abstand, das heißt meine Fokus, meine Brennweite, dass ich die sauber eingestellt habe und wirklich in der optimalen Brennweite das Ganze abarbeite. Ja, und ihr hört, wenn es ein bisschen lauter wird, da ist entweder ein Luftspalt oder ich dringe tiefer durch oder es ist irgendeine Verunreinigung in dem Material. So, das soll schon mal hier soweit gewesen sein. Ich denke, man sieht das. Brille kann ich einmal hochnehmen. Ich denke, man sieht das recht gut. Temperatur, ich kann das anfassen. Alles im grünen Bereich. Ne? Also auch hier, es ist schon eine recht stabile Verbindung. Gut, so viel zu dem Thema Messing schweißen. Als nächstes werde ich jetzt meine Parameter mal umstellen, werde dieses Dünnblech, dieses perforierte Dünnblech mal schweißen. Das heißt, hier habe ich zwei Edelstahlbleche, wo ich praktisch nur so kleine Stege habe, die ich miteinander verbinden möchte, um eben auch möglichst wenig Energie oder möglichst wenig Wärme reinzubringen. Parameter, jawohl, habe ich jetzt umgestellt. Ich mache den Laser wieder an.
und werde auch als erstes jetzt mal das ganze Thema heften. So, dazu muss ich natürlich wieder meine Brennweite sauber einstellen. Ja, das schaut ganz gut aus. Und ich bin hier relativ weit runter mit der Energie. Daher kann ich mit den Fingern relativ nah positionieren, dass ich meine Bleche auch sauber aneinander habe. Mach da so 3-4 Pünktchen. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Auf diese Oberfläche, dass er wirklich in Position dann bleibt. Ne? Ist alles schon dran. Das Ganze werde ich mir auch auf der Rückseite machen. Das ist wie bei jedem Schweißen selbstverständlich auch hier. Ich verziehe mir schon mein Blech, weil ich bringe Temperatur rein, ich bringe Wärme rein. Schweißen geht nun mal nicht ohne Temperatur. Aber ich kann diese Energie-Temperatur sehr gut kontrollieren hier. So, da gehe ich mal mit der Geschwindigkeit auch ein wenig runter und lasse das Ganze jetzt mal automatisch abfahren. Ja, genau, machen wir erst in die Richtung. Ein bisschen schneller können wir. Und fahren in die andere Richtung. Und lassen den da mal schön durchlaufen. Und laufen ein bisschen weg. So, jetzt haben wir es wieder sauber. Und ihr seht, er schmilzt schön sauber die Naht, öffnet diese kleinen Stege zwischendrin, so dass ich da dieses Filtergewebe auch sauber habe, ohne irgendwelche Kratzer, Kanten oder Fehlstellen am Ende. Machen wir das Ganze nochmal in die andere Richtung. So. Ja, und bringe das jetzt, mach das im Prinzip auf der Rückseite auch noch sauber. Gerade wenn es im Lebensmittelbereich oder im Pharmaziebereich ist, da macht es natürlich Sinn, dass ich hier saubere Oberflächen habe, um eben auch das ganze Material reinigen zu können oder sterilisieren zu können. Das ist natürlich in diesen Branchen sehr wichtig. So, jetzt lasse ich den noch zu Ende rüberlaufen. Zack, und das war's schon. Können wir die Brille einmal runternehmen. Ja, also auch hier, man sieht recht wenig von der Naht. Ja, die Naht steht jetzt ein bisschen übereinander, sodass er ein kleines bisschen gebogen ist. Aber ich habe hier eine saubere, gleichmäßige Naht und auch ganz geringe Temperaturen da drin. Okay, kommen wir nun zu dieser besonderen Herausforderung. Ich habe das mal probiert, das geht eigentlich im Fahrzeugbau, Kfz-Bereich, da ist es gerne mal genommen, dass man Mischverbindungen nehmen mag, und zum Thema Leichtbau ist Aluminium natürlich auch immer ein ganz wichtiges Thema, und daher geht es darum, dass ich jetzt auch mal Mischverbindungen bzw. ein Stahlblech, ein verzinktes Stahlblech, was typischerweise im Fahrzeugbau verwendet wird, oder eben auch ein Aluminium, eine Aluminiumlegierung miteinander verbinden möchte. Dazu muss ich meine Parameter wieder ein wenig ändern. Die ersten Versuche, die ich damit gemacht habe, war einfach, dass ich das ohne Zusatzwerkstoff versucht habe, natürlich verlaufen zu lassen, was immer der Idealfall wäre, ist aber hier in dem Fall auch einfach nicht möglich gewesen durch diese Mischverbindung. Ich habe mich entschieden, dazu einen Aluminiumzusatz zu nehmen, und zwar einen Aluminium-Silizium-Zusatz, ALSI-12. Habe den jetzt mal hier in Stärke 0,6 genommen. Und ich werde, jawohl, die Parameter passen, auch jetzt hier werde ich das Ganze erst einmal vorheften. Fahre das Ganze in Position. Auch hier ist es wieder extrem wichtig, dass ich in der richtigen Brennweite bin, weil nur so kann ich gewährleisten, dass es eine prozesssichere Schweißung wird. Und das Besondere, ich werde zusehen, dass ich einen größeren Teil meines Werkstoffes, meines Zusatzwerkstoffes auf das Aluminium, auf die Aluminiumoberfläche bekomme, weil ich einfach ein bisschen höhere Eingangsspannung bzw. Eingangsleistung nehmen muss, um die Oxidschicht von dem Aluminium zu durchdringen.
Und wenn ich diese Leistung direkt auf das Stahlblech kloppen würde, hätte ich natürlich sofort einen Durchbrand. Ne? Das funktioniert so nicht. So, jetzt habe ich erstmal die eine Seite geheftet, werde jetzt auch die andere Seite mal ein wenig anheften. Und ich denke, man sieht das schon ganz gut. Das funktioniert recht schön. Jawohl, zack. Dann fahren wir da hinten noch hin, machen da auch noch ein Pünktchen. Und jawohl. So, und jetzt lasse ich das Ganze mal hier ablaufen. Und ihr seht, es ist kein Spritzen, kein Rumplatzen. Sollte ich ein bisschen zu sehr auf das Stahlblech kommen, dann hört man das natürlich. Da komme ich dann natürlich irgendwann nicht mehr klar mit der Energie, weil dann rumpelt, dann schieße ich natürlich durch. Ne? Das ist auch klar. Nebenbei für die Interessierten bzw. für die diese ganze Themenreihe oder interessant sein dürfte, gerade das Dünnblechschweißen, verschiedene Materialien zu verbinden, meldet euch gerne, schreibt in unseren Kommentaren gerne Wünsche, Anregungen, Ideen. Ich will jetzt hier noch die andere Seite gerade ein wenig schweißen. Vielleicht fällt auch jemandem noch eine besondere Herausforderung ein, was wir das nächste Mal auch gerne abarbeiten dürfen, sollen oder können. Das sind wir auch gerne offen für. Ihr seht, der Laser ist ein universales Werkzeug. In vielen Bereichen kann ich den besser nehmen als die herkömmliche Technik. Es ist aber nun mal nicht die eierlegende Wollmilchsau, mit der man plötzlich alles machen kann. Das ist vom Schweißen soweit erstmal gut. Ich denke, ihr habt das alle recht gut gesehen. Ne? Also ich habe jetzt hier alles sauber dran machen können. Oberflächen sind sauber. Schaut es euch an, guckt es euch auch gerne auf unserer Webseite um, www.alphalaser.de. Kann euch jetzt einfach nur viel Spaß, viel Erfolg wünschen und freue mich auf die nächste Folge der Alpha-Welder. Ciao, euer Thomas.